Hallo liebe Forumsteilnehmer. Heute möchte ich mal zeigen, wie man ein Bild in ein PHPB-Forum einfügen kann. Am besten ist es, wenn man Bilder hat, die schon das Format 640x480 im JPEG-Format vor sich liegen hat. Wenn euer Forum es zulässt, dass ihr eure Beiträge nachträglich ändern könnt, dann empfehle ich, die Bilder direkt in die Forumsoftware einzubinden. Ansonsten benutzt Bilderdienste. Dann habt ihr auch später weiterhin die Hoheit über die Bilder und könnt sie löschen. Wenn ihr sie da löscht, sind sie im Forum dann auch weg. Zuvor noch ein paar Worte zum Urheberschutz. Bitte nur Bilder hochladen, die ihr selber geknipst habt oder deren Erlaubnis ihr habt, diese zu veröffentlichen. Es gibt Leute im Internet, die verteilen Bilder, dann werfen sie Suchmaschinen an, um sie wiederzufinden, beauftragen Anwälte, um dann die Leute abzumahnen. Das kann mehrere tausend Euro kosten. Googelt mal unter Brötchenabmahnung. Die andere Sache, die ihr beachten müsst, ist, keine Personen fotografieren, dessen Einwilligung ihr nicht bekommen habt. Auch da gibt es Tricks von den Abzockanwälten. Die suchen Bilder mit Personen im Internet, identifizieren die, sprechen die an, ob sie nicht Lust hat, ein bisschen Geld dazu verdienen. Und dann habt ihr auch eine dicke Anzeige am Hals. Jetzt zum Einfügen der Bilder. Wenn ihr ein Bild vorliegen habt mit der Größe 640x480, braucht ihr die hier nur ganz einfach ins Forum direkt hochladen. Das werden wir hier jetzt machen. Ich werde jetzt einen neuen Beitrag machen. Aufmachen und neues Thema. Ich schreibe mal irgendwas hin. Hier ein Bild davon. Jetzt habe ich hier unten die Möglichkeit, Dateianhang hochladen. Das mag ich mal. Hier steht durchsuchen, ich werde durchsuchen und werde dann mich hier auf diesen Ordner, wo ich meine Bilder habe, vorarbeiten. Hier habe ich schon ein Bild vorbereitet, Saxonette, das weiß ich, werde ich einfügen. Ich kann es auch noch mal mit Miniaturansicht machen. Das möchte ich einfügen. So, öffnen. Datei hinzufügen. Jetzt ist es dieses Bild aber noch nicht im Text zu sehen. Jetzt kommt der nächste Befehl, im Beitrag einstellen. Und natürlich dahin, wo ich das haben will. Jetzt kann ich auf Vorschau gehen und schauen, ob das funktioniert hat. Wenn ich das nicht mache, diesen Befehl, und gehe auf Vorschau, dann habe ich das Bild auch hier drin, nur hier mit so einem Rahmen mit Dateianhänge und ich kann die Position nicht bestimmen. Habe ich größere Bilder, so muss ich sie erst verkleinern. Die Forumsoftware hier hat die Bildgröße auf 150 KB beschränkt. Deswegen geht es meistens nur mit 640x480 Pixeln. Habe ich größere Bilder, so muss ich sie erst verkleinern. Dazu kann man zum Beispiel verschiedenste Bildbearbeitungsprogramme benutzen. Ich habe hier jetzt aber eine andere Lösung, die jeder durchführen kann. Habe ich hier schon mal gemacht. Die Adresse ist www.bilder-verkleinung.de. Auch hier wieder durchsuchen. Dann nehme ich das passende Bild heraus, was ich ja selber in einem Ordner abgespeichert habe. Öffne dies. Foto jetzt klein machen. Etwas Geduld bitte. Das dauert etwas, denn es wird hochgeladen. Hier habe ich jetzt das Bild hochgeladen und jetzt kann ich wählen, welche Größe ich haben will.
entweder mittel oder größer. Machen wir mal größer. Kleines Foto herunterladen, speichern, habe hier so einen kryptischen Namen. Gehe ich in das Ding, nehme diese Datei, die ich vorher hochgeladen habe, und schreibe dahinter klein. Der Name ist eigentlich egal. Und kann es jetzt speichern. Schließen. Jetzt kann ich wieder in mein Forum reingehen, wo ich die Bilder rein haben möchte. Habe schon eins drin. Kann jetzt den Text hier weiterschreiben. Hier ein Motor Prüfstand. Das nächste Bild hochladen geht jetzt auch wieder genauso wie eben auch. Dateianhang hochladen, durchsuchen. Hier oben habe ich diese Datei. Öffnen. Datei hinzufügen. Jetzt scrolle ich wieder nach unten. Jetzt habe ich zwei Dateien. Auch diese möchte ich im Beitrag anzeigen. Nicht mit so einem Rahmen. Beitrag anzeigen. Habe sie hier. So, das war es. Absenden, den Beitrag anzeigen. Hier habe ich den Beitrag mit den beiden Bildern. Das war es.